Ein gestrandetes Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Biomutant auf meinem Kanal. In der letzten Folge haben wir weitere Festungen des gegnerischen Stamms eingenommen und jetzt werden wir ihre Hauptbasis vernichten. Zeit, den feindlichen Stamm zu befreien. Richte auf deinem Weg zu ihrem Sifu so wenig Schaden wie möglich an. Schaden? Erklärt, dass die Manipulation zu den eigenen Gunsten als Vorbereitung für die Eroberung der Festung und Kollateralschäden zwei unterschiedliche Dinge sind. Okay, jetzt wird der Angriffsturm angeschoben und unsere Leute stürmen in die Festung. Oh oh. Haben wir immer noch eine Armee hinter uns, die uns helfen kann? Nee, anscheinend nicht. Warum sind wir denn jetzt alleine? Kann ich das Tor für unsere Leute öffnen? Auch nicht. Hä? Das finde ich jetzt aber echt unfair. Ohne Leute hier kämpfen müssen. Komm, aber mit unseren Fähigkeiten hier sollten wir das hier bestehen. Zack. Komm. Den ersten haben wir. Au, 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 au. Nein, das tut weh. Lasst mich in Ruhe. So, kurz mit ein paar Tricks hier. Oh, der hat eine Schrotflinte, der eine. Beziehungsweise die beiden hier haben Schrotflinten. Komm, jetzt. Hat sich ausgeschrotflintet. So. Oh. Ja. Du auch. Hör auf, mit deiner Schrotflinte auf mich zu schießen. Tschüss. Und nur noch du. Du bist auch keine Herausforderung. Geschafft. Ah, das war ein leichter Anfang, würde ich sagen. Und jetzt müssen wir eine Fackel das nehmen. Das stiftet den Brand. Das Trockengras sieht aus, als wäre es leicht entzündlich. Jetzt. Um ein Feuer zu entzünden, braucht es nur einen Funken. Jetzt zünden wir den gegnerischen es Stamm an. Heller als das Licht. Oh Gott. Die haben irgendwelche riesigen Kampfstäbe. Aber umso besser, dann können sie uns nicht im Fernkampf nerven. So, und wumm, angezündet. Ja, ja. Ich habe auch was drauf. Stufe 10. Da können wir kurz mal während des Kampfes unsere Stärke erhöhen. Muskelpaket. Und weiter geht's. Kurz mal brennen hier, tschüss. Haha, greift mich doch an. Aber es sieht schlecht aus für euch. Denn momentan... tschüss. Wupp. Zack. Und wumm, den haben wir. Kurz nochmal ein bisschen Feuer legen. Ja, komm. Oh Gott. Haben wir es? Nee. Wer bist du denn noch? Energie. Tschüss, mein Freund. So. Nächste Welle geschafft. Weiter geht's. Wo muss ich hin? Da hoch. Lausche den Kreaturen der Nacht. Wie komme ich denn da hoch? Ach so. Oh, nee. Nicht ins Wasser, bitte. Ist ja auch echt ein bisschen geheimnisvoll. Also eigentlich nicht nur ein bisschen, sondern es ist hier sehr geheimnisvoll. Wie kommen wir denn da jetzt hoch? Erstmal können wir hier rein. Hier ist noch eine Kiste. Mit einer Klinge. Dann sollten wir jetzt theoretisch bald sogar unsere erste eigene Waffe richtig bauen können. Hier sind überall noch Häuser. Die können wir alle nochmal angucken. Oh, was haben wir hier? Wie ruhig dieser Ort ist. Hier kannst du dich erholen. Nee. Aus Tag, Nacht. Ja. Nee. Wenn wir uns jetzt bis zum Tagesanbruch ausruhen, dann passiert uns noch irgendwas, weil dann mehr Krieger kommen und das wollen wir nicht. So. Wo müssen wir jetzt lang? Wir hatten das doch hier alles so schön angezündet und jetzt weiß ich nicht, wo wir lang müssen. Das ist immer sehr schwierig im Videospielen, wenn man nicht weiß, wo man lang muss. Findet niemand toll. Ich würde hier sonst einfach so ein bisschen Offroad. Sollte halten. Ah, hat geklappt. Okay, dann sind wir jetzt hier oben. Und... Ein Pyro-Zischer. Okay.
Ah ja. Mach dich an die Arbeit, damit der Tisch funkelt. Jetzt können wir einfach ordentlich die Festung befeuern. Grünes Knistern. Komm, nochmal ein Schuss. Alles rein da, was geht. Okay. Dann brennt jetzt die Festung lichterloh. Und wir können reingehen. Irgendwie ein Roboter oder eine Ziege können wir nicht herholen. Ne? Okay. Weiter geht's. Das Tor sollen wir einrammen. Das ging einfach. Jetzt sind wir drin im Kloster. Ah ne, das Tor. Das ist auch gut gesichert hier. Rambockler, solltet ihr das Tor aufbrechen können. Und du wirst damit wahrscheinlich nur einmal kurz anklopfen müssen. Tschüss. Bockler voraus. Hä? Ich dachte, ich muss nur einmal kurz anklopfen. Wie oft muss denn jetzt noch? Einmal, denke ich noch. Ja, da ist das Tor auf. Der Jagni-Stamm strebt nach der Vorherrschaft und will vor allem gefürchtet werden. Sie wollen die anderen Stämme bezwingen, denn nur durch ihre Vormacht können sie den Frieden garantieren. Er hätte nicht gedacht, dass es so ausgeht. Aus dem Kampf wirst du dich nur schwer herausreden können. Es endet hier. Es ist nicht klug, jemanden herauszufordern, der nichts zu verlieren hat. Okay, jetzt müssen wir gegen den... Oh mein Gott. Ja, der haut auf jeden Fall. Der haut richtig rein. Der... Stopp! Mal kurz. Wir gehen kurz auf Herstellen und gucken uns mal an, was wir hier so herstellen können. Genau. Wir haben hier jetzt ein paar krasse Sachen, mit denen wir was herstellen können. Ich würde sagen, wir nehmen... Was hat denn hier den meisten Schaden? 70 bis 110. Wir nehmen das. So, was können wir als Basis nehmen? Ach, das ist die Basis. Ja. Ein Heft brauchen wir, genau. Dann nehmen wir doch gleich mal den Gummigriff. So. Zusatzteile haben wir nicht. Und das war's auch schon. Können wir das jetzt herstellen? Warum können wir das nicht herstellen? Vielleicht hast du später genug Ressourcen. Wir haben die wichtigsten Ressourcen hier nicht. Dann machen wir es so. Ich hoffe, die ist gut. So. Können wir noch irgendwas schnell ändern, dass wir noch stärker werden? Ich denke schon. Biogenetik. Mottenmund. Das sieht gut aus. Das holen wir uns. Und das packen wir auf E. So, was können wir noch? Psi-Kräfte. Geht nicht. Widerstand. Auch nicht. Aber wir haben noch zwei von diesen komischen Knochen. Wofür waren die denn nochmal gut? Für Wung Fu, wenn ich mich nicht irre. Ja. Aber das ist jetzt erstmal egal, denn wir machen jetzt weiter. Okay, immer schön Alt drücken. Hä, ich drück doch Alt. Ja, ich drück immer Alt. Wie kann er mich dann trotzdem treffen? Der kriegt mich nicht. Unsere Männer machen das schon. Unsere Männer dürften das schon erledigen. So. Mottenmund. Los, ich hauche euch alle mit meinem Mottenmund an. Oh ja, der ist effektiv, der Mottenmund. Das kann ich jetzt schon sehen. Ey, jetzt kommt hier mal wieder der Starke und das will ich nicht. Ey, der mit seiner riesigen Stange hat auch eine sehr große Reichweite. Dann holen wir uns jetzt erstmal diesen kleinen Handlanger hier. Der sollte nämlich auch erstmal weg. Dann haben wir nämlich zwei Verbündete, die gleichzeitig auf den Stärksten raufgehen können. Ich denke, das wäre sehr wichtig. Komm, mach ihn weg. So, geschafft. Jetzt ist nur noch der Stärkste da. Und... da werden wir auch noch den Bumerang nehmen.
Und Mottenmund. Jetzt wird er voll zugemottet nochmal. Das macht nochmal gut Schaden. Jetzt können wir ihn nochmal mit dem Bumerang angreifen. Was war das für eine Attacke? Nochmal kurz ein großes Gesundheitspaket. Mottenmund. Energietrank. Mit neuer Kraft. Kurz nochmal was angezündet hier. Da hinten kann er uns jetzt, glaube ich, nicht mehr so gut angreifen. Oh oh, ich glaube, er kommt zurück. Oh oh, was macht er da hinten? Er hüpft da hinten rum. Ja. Ich glaube, er steckt fest. So können wir ihm jetzt immer gut Schaden geben. Ja! Oder nee, steckt er doch. Er steckt fest. Ganz offensichtlich steckt er fest. Oh oh, nein, doch nicht mehr. Mottenmund, hilf mir! Oh. Ey, der Typ ist stark. Oh, nee, tschüss, ich muss weg. Ha. Auf Wiedersehen. Aber mein Mottenmund würde dich gerne nochmal sehen. Ist alle. Der ist echt gemein. Warum müssen wir gegen den kämpfen? Ich habe halt auch nicht mal irgendwie noch irgendwie Heilung oder so übrig. Komm. Wenn er da hinten ist, ist er immer nicht ganz so stark. Oh, nee, nee, doch, er ist stark. Er ist auf jeden Fall stark. Immer schön ein bisschen feige von hinten angreifen. Denn soweit ich weiß, dürften unsere Leute eigentlich nicht sterben können. Und dann können wir ihn immer gut attackieren von hier hinten. Komm schon. Er hüpft immer hinter irgendwelche Ecken, wo ich ihn mit meinem Bumerang nicht treffen kann. Der ist echt nochmal eine Herausforderung. Eigentlich waren die restlichen Gegner sind eigentlich alle schlecht. Aber der ist jetzt nochmal echt eine Herausforderung. Oh doch, einer von uns ist tot. Mottenmund, rette mich. Alt. Oh Gott, nee, ich habe es nicht richtig geschafft. Jetzt rauf hier. Zack, zack. Zack, zack. Zack. Du bist verletzt. Mottenmund. Und jetzt rauf. Durchschuss. Oh Gott, ich bin... Das war's. Habe ich noch irgendwas im Inventar? Ich brauche unbedingt Heilung. Oh, oh. Habe ich irgendein Outfit, was besser ist? Ah, kann ich das hier irgendwie einschalten hier? Herstellen. Nee. Also, die Myriad-Hose und so sind schon extrem stark. Oh mein Gott, ich weiß nicht, was wir machen sollen. Wir haben nur irgendwelchen Schrott und so, der uns nichts bringt. Wir sind tot. Es war gar nicht mal so schlecht. Also, wir versuchen es jetzt gleich nochmal. Ich werde es jetzt für euch extra in Zeitraffer machen. Los geht's. Okay, wir haben es geschafft. Das war knapp. Oh mein Gott. Also jetzt hatte ich eigentlich die Taktik einfach nur verfolgt. Ich bin einfach immer ausgewichen und habe gerade rauf geschossen. Der Sifu ist bezwungen. Das Schicksal ihres Stammes liegt in deiner Hand. Du bestimmst über ihr Schicksal. Doch die Folgen deiner Entscheidung musst du tragen. Er überlässt dir die Entscheidung, was mit dem gegnerischen Sifu geschehen soll. Doch er schlägt vor, Gnade walten zu lassen. Tust du Gutes, wird dir Gutes widerfahren. Ja, der sagt jetzt, ich sollte eher Gnade walten lassen, weil die sind wirklich böse, die wollen, dass der Baum zerstört wird. Und ich denke, so einer, nee, der kann sich auch nicht ändern. Wir sperren ihn ein. Ihm gefällt deine Denkweise. Euer Gegner soll etwas Zeit bekommen, es sich zu überlegen. Feinde macht man sich schnell. Freunde gewinnt man erst mit der Zeit. Ob gut oder böse, du schmiedest dir dein eigenes, unumkehrbares Schicksal. Schritt für Schritt, bis alle ihre Rechte zum Wohle der anderen aufgegeben haben.
Du musst den gegnerischen Außenposten erobern und den Stamm so sehr schwächen, dass du den gegnerischen Sifu herausfordern kannst. Ach so, jetzt gibt's ja noch andere Stämme, die wir dann unterwerfen können. Netra. Der sieht gar nicht mal so böse aus. Der hat so ein Baseball. Nee, nicht Baseball. Was für ein Helm ist das? Von welcher Sportart? Ist es nicht Rugby oder so? Okay. Dein Sifu ist zufrieden. Oder American Football. Der Stämme rückt immer näher. Zu schade, dass es nur mit Gewalt ging. Doch er sorgt sich immer noch um das Schicksal der Welt. Was auch immer nötig ist. Glaubt, dein Krieg basiert auf dem Prinzip, dass der Zweck die Mittel rechtfertigen wird. Er sagt, seit eurer ersten Begegnung bist du viel stärker geworden. Du weißt besser als sonst irgendjemand, dass das Schicksal der Welt auf dem Spiel steht. Du brauchst eine Welt, in der jeder von seinem Gewissen geleitet wird. Das Schicksal der Welt? Das Schicksal der Welt hängt vom Triumph des Guten ab. Noch steht der Baum des Lebens und es liegt an dir, dafür zu sorgen, dass es bis zum Ende so bleibt. Gut, ich denke, es ist mal wieder soweit. Der heutige Buchstabe ist eine Zahl und zwar die 8. Gut, jetzt können wir uns die gegnerische Stammeswaffe holen, aber das machen wir dann in der nächsten Folge von Let's Play Biomutant. Bis zum nächsten Mal. Ciao.